Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. Die Rekuperation bei unseren Elektroautos ist eine wunderbare Sache und doch stellt sie unsere immer noch notwendigen mechanischen Bremsen vor einige Herausforderungen, denn diese werden im Alltag kaum noch benutzt und so kann vorzeitige Alterung, Verschleiß bis hin zur Beschädigung auftreten. Wie du das bei deinem Skoda Enyaq verhindern kannst, darüber spreche ich in diesem Video. Auf geht's! Wenn wir uns mal meine Bremsen hier vorne anschauen, dann seht ihr, nach jetzt über 7000 Kilometer Fahrt kann man problemlos noch die Beschriftung lesen. Die Scheiben sind so gut wie gar nicht abgenutzt und wir sehen fast nur Witterungs- und Wettererscheinungen an dieser Bremsanlage. Auch die Felgen selber haben kaum Bremsstaub angesetzt. Und genau da sieht man auch das Problem. Die Vorderradbremse wird fast nicht benutzt, obwohl sie die stärkere ist. Deswegen haben wir ja vorne Scheibenbremsen und da muss ich selber etwas tun. Ganz anders verhält es sich natürlich an unserer Hinterradachse, wo wir Trommelbremsen haben. Hab dazu ja auch schon mal was in meinem 3-Monats-Fazit gesagt, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Ganz im Gegenteil, diese Trommelbremse schützt einerseits vor Witterungseinflüssen und das ist natürlich sehr hilfreich. Andererseits verhindert sie auch nochmals, dass etwas Feinstaub an die Umwelt gelangt. Und zudem haben wir ja die Rekuperation auf der Hinterachse. Das heißt, hier kann eine Bremse potenziell auch schwächer dimensioniert werden. Darum könnt ihr, auch wenn ihr die Trommelbremse vielleicht optisch nicht schön findet, froh sein, dass hinten eine solche verbaut wurde. Erhöhter Verschleiß, Beschädigung, wovon redet der Speicher da? Man liest doch immer im Internet und hört auf anderen YouTube-Channeln, ja, den Service der mechanischen Bremse, der entfällt ja fast beim Elektroauto. Manche sind schon 100.000, 200.000 Kilometer mit den gleichen Scheiben und Bremsbelägen gefahren. Das ist prinzipiell auch richtig und das ist auch ein schöner Nebeneffekt der Elektromobilität mit der Rekuperation. Wir sparen bares Geld und zudem auch noch Feinstaub, der beim Bremsen entsteht. Doch so eine Bremsanlage kann halt vorzeitig altern. Und das passiert einfach dadurch, dass man sie nicht benutzt. Denn die Materialien, die sind recht witterungs- und wetteranfällig. Allen voran die Bremsscheiben aus Stahl, die, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, sehr, sehr schnell rosten können. Aber auch die Bremsbeläge können durch Nichtbenutzen schneller verschleißen oder sogar kaputt gehen. Und letzthin müsst ihr dem Sorge tragen und die Empfehlung lautet ganz klar, ab und zu mechanisch bremsen. Doch jetzt regelt euer Skoda Enyaq ja das Bremsen komplett eigenständig. Wie bremst man denn nun mechanisch? Die Antwort auf die Frage ist relativ einfach. Im Prinzip gibt es drei Lösungsansätze. Die Variante A wäre, bei besonders niedriger Geschwindigkeit zu bremsen. Vorzugsweise unter 7 Stundenkilometer, denn da wird nicht regeneriert oder rekuperiert, weil die Leistung nicht ausreicht. Darüber habe ich ja auch schon ausführlich in dem Rekuperationsvideo gesprochen. Ich verlinke es euch auch nochmal hier. Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass dort natürlich auch nur sehr wenig Bremsleistung gefordert ist. Etwas zu wenig, um, ich nenne es mal, die Bremsen zu pflegen. Die zweite Variante wäre bei deutlich erhöhter Geschwindigkeit einfach mal richtig in die Eisen steigen. Das wiederum kann mitunter verkehrsgefährdend sein, weil ihr müsst natürlich schon kräftig in die Bremse, damit ihr über die maximale Rekuperationsleistung kommt und wirklich die mechanische Bremse benutzt wird. Ihr könntet jetzt natürlich dafür die Batterie einfach auf 100% laden und die Regenerationsleistung massiv einschränken. Aber das ist natürlich auch kein schöner Weg. Und dann gibt es halt noch die dritte Variante und die kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und die ist relativ einfach. Für diese Variante müsst ihr den Skoda Enyaq einfach in die neutrale Fahrstellung, also in den Modus N bringen. Wenn ihr dann von der Fahrstufe D oder B hier auf N schaltet, dann entkoppelt ihr im Prinzip die elektrischen Maschinen vom Antriebsstrang. Und das gilt natürlich nicht nur für den
Antrieb und das Vorwärtsfahren im Motorenbetrieb, sondern natürlich auch für die Rekuperation im Generatorbetrieb. Und damit zwingt ihr den ENIAC, wenn ihr jetzt auf die Bremse tretet, die mechanischen Bremsen einzusetzen. Denn er kann nicht rekuperieren, weil ja bekanntlich die elektrische Maschine nicht mehr am Antriebsstrang und somit nicht mehr an der rollenden Bewegung des Fahrzeugs hängt. Auf die Meldung, die dann im Display erscheint, müsst ihr hier nicht eingehen. Die Wegrollsicherung müsst ihr für dieses Manöver nicht deaktivieren. Das ist viel wichtiger beim Abschleppen oder falls ihr mal in eine Waschanlage fahrt, wo ihr durchgezogen werdet. Machen wir die Probe aufs Exempel. Wie sieht das Ganze aus? Lasst euch von dieser falschen Erkennung von 30 hier nicht irritieren. In Wirklichkeit ist hier 80. Jetzt im Modus B. Ich nehme den Fuß vom Gas. Wir haben die klassische Rekuperation. Doch wenn ich jetzt nochmal beschleunige und N einlege, seht ihr, ich nehme den Fuß vom Gas, ich segel. Und wenn ich jetzt bremse, gibt es keinen Ausschlag auf dem Rekuperationsbalken. Der blaue Balken bleibt genau da, wo er ist. Ergo, das Auto bremst mit der mechanischen Bremse. Das Ganze nochmal, auch gerne bei etwas mehr Geschwindigkeit in N, Fuß vom Gas und eine schöne mechanische Bremsung. Ich mache das Ganze ungefähr einmal die Woche, ein, zweimal, sodass meine Bremsen ordentlich belastet werden und hoffe damit dem vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen, sodass auch ich irgendwann nach 100.000 Kilometern sagen kann, nie einen Service an der Bremse gehabt. Und jetzt ganz normal wieder im B-Modus. Ich gehe vom Beschleunigungspedal und die Rekuperation setzt ein. Hier noch ein kleiner Tipp, wo ihr das Ganze mit dem Fahrmodus N noch einsetzen könnt. Viele von euch kennen das vielleicht sogar, dass wenn sie mit dem normalen Auto, aber insbesondere mit dem E-Auto bei Nässe, Regen oder Schnee nach Hause kommen und den Wagen abstellen, am nächsten Tag losfahren, schon gegen so einen kleinen Widerstand losfahren müssen, da hat sich die Bremse festgesetzt. Ihr merkt es auch an so einem Krrk-Geräusch und dann erst rollt der Wagen. Und daran merkt man eben auch, wie hier so die Bremsscheiben aus dem Stahl in Kombination mit den Bremsbelägen enorm schnell rosten und zusammenpappen. Da könnt ihr natürlich gerade beim E-Auto, wenn ihr im Stadtbetrieb nach Hause fahrt, mit der Rekuperation richtig Pech haben und das fast immer erleben. Auch hier hilft wieder, bevor ihr den Wagen abstellt, einfach in den N-Fahrmodus und die Bremse trocken bremsen. Ein paar wenige Bremsmanöver mit moderater Bremsleistung reichen da völlig aus. Danach sind Scheibe und Belag trocken. Ihr stellt den Wagen ab und ihr werdet am nächsten Tag ganz normal losfahren, ohne dieses fiese Geräusch und ohne, dass die Belege an den Scheiben festgebacken sind. Du siehst, manchmal sind die Lösungen recht einfach, wenn man denn weiß, wie. In unserem Beispiel hier ist es die neutrale Fahrstufe, die die elektrischen Maschinen vom Antriebsstrang entkoppelt und somit die Regeneration oder Rekuperation verhindert. Und schon kannst du deine mechanischen Bremsen ganz ohne Harakiri-Manöver einfach wieder benutzen und einem erhöhten Verschleiß vorbeugen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da und noch besser würde ich es finden, wenn du ein Abo dalässt. Das ist bekanntlich gratis und für mich eine schöne Auszeichnung und Wertschätzung. Schreib mir doch in die Kommentare, ob dir die Tipps und Tricks rund um die mechanische Bremse geholfen haben und was du ansonsten noch machst, um einen erhöhten Verschleiß zu verhindern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin bleib energiegeladen.